Angekommen in Mailand und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stadion-Vlog hier auf meinem Zweitkanal Broski-Freunde. Ich bin in Milano, in Bella Italia. Heute das erste Mal bei einem italienischen Verein im Stadion. Wir haben alles abgearbeitet hier. Französische Liga war ich schon. Ich war selbst bei einem portugiesischen Spiel. Deutschland sowieso, England, Spanien und so weiter und so fort. Italien hat mir heute noch gefehlt und jetzt werden wir es heute endlich machen. Ich gehe ins legendäre San Siro. Ich habe so Bock. AC Mailand gegen den SSC Neapel. Italienisches Duell in der Champions League im Halbfinale. Und das Krasse ist, wenn alles so läuft, wie sich das gerade anbahnt, steht auf jeden Fall eine italienische Mannschaft dieses Jahr im Champions League Finale. Weil Inter Mailand hat ja gestern das Hinspiel gegen Benfica mit 2:0 auswärts gewonnen. Und ja, wahrscheinlich wird der Sieger von dem Spiel heute Abend, also dann in Addition Hin- und Rückspiel, gegen Inter zocken. Aber ist noch ein weiter Weg auf jeden Fall. Die italienischen Mannschaften sind krass am Start und ich habe heute richtig Bock auf dieses Spiel. Ich werde jetzt erstmal ins Hotel einchecken, auf ganz entspannt. Und dann werden wir noch ein bisschen die Stadt unsicher machen. Aber erstmal einchecken, kurz fresh machen und dann let's go. Im Hotelzimmer angekommen, Freunde, und schaut euch das mal an. Wir haben ja einfach einen kleinen Balkon. Wie cool ist das denn? Einfach alle Zimmer haben hier einen Balkon. Und wenn wir hier mal rüberlaufen, zack, zack, können wir einfach hier in die Innenstadt von Mailand gucken. Moin Meister, alles gut? Was geht? Und da hinten sehen wir schon die Dächer von Mailand, da werden wir heute den Tag verbringen. Ich habe richtig Bock, Freunde. Und vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal hier an Heineken, die mich heute hier zu dem Spiel eingeladen haben. Ich habe eine richtig coole Kooperation mit denen zusammen und ich freue mich auch schon auf die weiteren Spiele, denn ich bin auch mit Heineken zusammen beim Champions League Halbfinale und auch beim Champions League Finale. Diese Ehrenmänner und Ehrenfrauen von Heineken haben mich einfach dieses Jahr zum Champions League Finale eingeladen. Ich werde im Istanbul dabei sein. Ich habe da so Bock drauf, Freunde. Aber heute geht's erstmal zu Mailand gegen Neapel. Ey, ganz viel Liebe. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal ready, denn wir werden jetzt noch ein bisschen die Stadt unsicher machen, uns ein, zwei Sachen angucken. Ich war ja schon mal in Mailand und dann würde ich sagen, let's go. Und wir werden jetzt unseren Trip zum Stadion beginnen. Und schaut mal hier, ich habe es gerade schon gesehen. Heineken hat mir einfach direkt hier eine Lieferung zum Hotel gebracht. Schönes Heineken 0,0. Jetzt bin ich ready fürs Stadion. Wir gehen los, let's go. Ohne Spaß, ich bin so eine Minute aus dem Hotel raus. Wir sind hier direkt in der Innenstadt und es sieht so geil klassisch italienisch aus mit diesem Balkon. Hier ist noch so ein Brunnen. Da hinten haben wir so einen Torbogen. Ich war ja schon mal hier vor 6 Jahren. Die Stadt ist echt wunderschön. Ich zeige euch gleich mal einen Spot. Freunde, und diese geilen Läden in den Gassen von Italien, ne? Ey, jetzt mal im Ernst, das ist es doch einfach. Wie cool sieht das hier aus, Mann? So, Erdbeeren-Tasting, guckt euch das Ding mal an. Alter, ich habe, glaube ich, noch nie so eine große Erdbeere gesehen. Okay, krass. Alter, so frisch ist es. Aber guck mal, wie viel noch übrig ist. Was ein Riesending, Alter. AC Milan, sehr präsent. Guck mal, ein einziges Inter-Mailand-Trikot hängt da sogar. Na okay, hier ist noch ein bisschen Inter-Merch. Aber hey, scheiße, das ist jetzt schon verlockend, sich eigentlich hier irgendwas zu holen. Wie so ein Matchschal oder so. Aber ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Hey, Freunde, wie wild ist das denn? Ich weiß nicht, ob man das hört, aber da oben, ne? Da ist ein Orchester und die singen einfach gerade die Champions-League-Hymne. Hey, hört man das? Ich bin mal kurz ruhig. Hey, gibt Applaus. Das ist Champions League Stimmung. Stark, Alter. Ich muss das wirklich nochmal sagen, wie wunderschön diese Stadt ist. Mailand, Freunde, macht es. Ihr kommt hier aus dieser Passage raus. Da ist der Mailänder Dom. Es sieht so schön aus. Guckt euch das an, Mann. Junge, was für ein Vibe. Ich fühle es. Mailand, coole Stadt. Wir sind bereit, Freunde. Wir starten nämlich heute mit der Cheers to All Fans Tour von Heineken. Ich habe es euch ja schon gesagt, ich werde beim Halbfinale am Start sein. Ich werde beim Finale am Start sein, weil die Ehrenmänner und Ehrenschwestern mich eingeladen haben. Und ich würde sagen, es gibt erstmal ein Stößchen. Schönes Heineken 0-0.
mundet. Mundet, meine Freunde. Tja, und jetzt geht's auch schon langsam so Richtung Stadion, Freunde. Wir haben die Stadt ein bisschen erkundet. Ich bin gut eingepackt. Ey, wer kennt's? Ein gutes altes Weggetränk zum Stadion. Beste Leben. Ey, und das Coole ist, neben dem Stadion-Vlog, den Heineken hier zur Verfügung stellt, könnt ihr auch noch zu Hause was gewinnen. Ja? Und zwar müsst ihr einfach auf dem Video hier einen Daumen nach oben da lassen. Machen die meisten ja hoffentlich sowieso schon von euch. Und euren coolsten Fan-Moment in die Kommentare schreiben. Was war euer geilster Fan-Moment im Fußball? Egal, ob das im Stadion oder zu Hause vorm Fernseher war, schreibt's rein und einer von euch aus den Kommentaren, ich werde jetzt die Tage rausraffeln, kriegt eine Zapfanlage. Junge, eine eigene Zapfanlage von Heineken nach Hause. Ist das geil oder ist das geil? Also, mitmachen beim Gewinnspiel und reinschreiben. Let's go. Original italienischer Cappuccino. Jetzt bin ich gespannt. Guck mal, wie schön der aussieht. Okay, ich bin ganz ehrlich, ohne Spaß. Der ist ganz krass. Ich ziehe hin. Ich wäre ja so ein Kaffeetrinker. Oh, guckt euch mal diese Bude hat er an. So geil, hab so Bock. Freundin hat eine Pizza Margherita. Die nette Dame hat uns hier auch noch irgendwie so ein besonderes Brot gegeben. Bin mal gespannt. Irgendwie mit Sonnenblumenkernen, glaube ich. Und ja, Freunde, ich werde jetzt hier komplett reingehen. Hab so Bock, das sieht so geil aus. Pizza Margherita Test. Okay, das ist schwer. Weil eigentlich würde ich meiner Freundin in der Debatte nie Support geben. Seid ehrlich, ein bisschen sehr viel Käse drauf. Aber es schmeckt gut, aber es ist wirklich sehr käsig. Jetzt mal im Ernst, wenn das hier nicht die coolste Bahnhaltestelle ist, dann weiß ich auch nicht, wie cool. Wenn ich das so mit Herne vergleiche, wo man irgendwo einfach zwischen Beton sitzt. Das ist richtig beautiful, Alter. Mailand, wir bonden weiter. Es sieht cool aus hier. So, und ab zum Spiel. Let's go. Wir gehen mit der Bahn hin. Vamos. Junge, das Ding ist ja mal richtig voll. Weiß ich nicht. Schwer. Falls ihr euch fragt, warum ihr gerade diesen Ausschnitt seht, mehr ist nicht drin. Es ist so eng. Nice. Freiheit. Boah. War das ekelhaft da drin. Genau mitten in der U-Bahn-Station gibt es jetzt hier auch noch so einen geilen Fanshop. Das ist halt so wild. Dadurch, dass halt beide Mailänder-Clubs ja auch im gleichen Stadion spielen. Es ist halt immer einfach AC und Inter, ne? Obwohl das halt eigentlich krasse Rivalen sind. Und Neapel gibt's auch. Eieieiei, schwer. Aber ich hole mir irgendwas in den Milan-Farben. Leute, die mich kennen, ihr wisst, ich finde Milan eigentlich ganz geil. War früher einer meiner Lieblingsclubs so, als ich groß geworden bin. So Anfang der 2000er waren die ja übertrieben krass, ne? Die ganzen FIFA-Ikonen, Gattuso etc. und so weiter und so fort. Und da war ich halt auch klein, bin mit denen groß geworden. Deshalb muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, wenn ein Verein aus Italien, dann AC. Deshalb schaue ich jetzt auch rein. Hier gibt's halt echt paar fresche Sachen, ne? Matchday-Schal, dann so Pullover-T-Shirts. Aber ich glaube, es ist ein klassischer Schal, wenn ich ganz offen und ehrlich bin. Ah, deren Trikot sieht halt auch echt geil aus, ne? Ich feiere dieses Rot-Schwarz immer. Ich bin eingekleidet, Freunde. Der AC Milan-Schal ist da. Und ich drehe jetzt mal die Kamera. Guck dich mal an, wo wir sind. Schaut mal hier. Man kommt jetzt hier aus den Barrieren raus. Zack, zack. Nein, will nichts kaufen. Aus den Barrieren raus. Und da ist das legendäre San Siro. Junge, es ist so cool. Alter, okay, das ist richtig mächtig. Das ist richtig mächtig. Ja, wie schon gesagt, ne, das ist somit einer der letzten Chancen, halt nochmal ins alte San Siro zu gehen. Denn in so circa 2 bis 3 Jahren, ich muss sagen, ich habe jetzt leider nicht ganz die Information herausgefunden, wird das Stadion leider abgerissen. So ein legendäres Ding. Ich habe auch von einigen gehört, dass es innen drin echt teilweise richtig marode sein soll. Und ja, dann hier links, ne, auf diesem Parkplatz, den ihr seht, wird dann tatsächlich wohl das neue Stadion gebaut. Das soll dann so zu den, ich glaube, Olympischen Spielen 26 ungefähr, soll es dann halt ready sein. Also, ja, lange, lange haben wir nicht mehr mit dem Stadion, ey. Und es sieht so schön aus, ich guck's mir gerade an. Diese Säulen am Rand, diese Dachkonstruktion. Junge, das ist einfach meine Kindheit. Ohne Spaß. Ich bin wirklich mit dem Santiago Bernabeu, vielleicht dem Camp Nou noch und dem San Siro, das waren für mich als 98er Jahrgang, das waren die Stadien, wo die absoluten Top-Mannschaften gespielt haben. Ich werde es heute auf jeden Fall genießen, Freunde. Ja, und über das Spiel brauchen wir gar nicht reden, Freunde. Da gibt es natürlich nochmal ganz kurz den Faktencheck. AC Milan gegen den SSC Neapel. Wir haben den amtierenden Meister aus Italien gegen den wahrscheinlich kommenden Meister aus Italien. SSC Neapel rasiert diese Saison alles komplett gegen den Strich. Osimhen, Kvaratskhelia, ihr kennt sie. Die nehmen diese Liga wirklich auf eine Art und Weise auseinander.
Das hat man so vorher echt noch nicht so häufig gesehen. In der Liga sind es zwischenzeitlich über 18 Punkte Abstand zum Tabellenzweiten gewesen. Aber trotzdem hat man vor ein paar Tagen erst zu Hause, also Neapel, gegen Milan 0-4 verloren. Das heißt, heute vielleicht auch die Chance für Neapel, sich ein bisschen zu rächen, ne? Bisschen zu zeigen, dass man die Nummer 1 in Italien ist. Ich bin gespannt, Alter. Legendäre Spieler auf beiden Seiten. Zlatan Ibrahimovic. Natürlich, Junge. Mal schauen. Und wir werden jetzt gleich erfahren. In 20 Minuten ist 20 Uhr. Und dann weiß ich auch, wie die Mannschaftsaufstellungen sind. Und dann gucken wir mal, ob Osimhen spielt. Der ist sehr fraglich. Zwei sehr, sehr korrekte Zuschauer getroffen. Guck mal, der eine sogar im Trust No One Pullover. Grüße an die Teasies, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Safe Call. Und erzähl die Geschichte, was mit euch passiert. Ja, wir waren heute am San Siro. Und haben halt nach Tickets geschaut, haben dann welche gefunden. Komm mal, die waren echt gut gefaked hier noch. Mit Glitzer und alles. Hinten und hier auch. Die Jungs wurden einfach gescammt, Mann. Ja, dann wurden wir gescammt. Bitter, 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 bitter. Scheiße. Ey, versucht ihr nochmal welche zu bekommen? Irgendwie, ja. Ey, ich drück euch die Daumen, Jungs, Alter. Ich hoffe, es wird was, Alter. Wir sind hier mit dem Luc Ehrenzuschauer. Guckt ihr das mal an. Komplett in der Mailand-Ausrüstung. Du bist richtiger Fan, ne? Ja, seit Jahren, ne? Geil, Alter. 2007 oder so. Okay, dann brauche ich jetzt deinen Tipp, Bro. Hau mal raus. Ich hoffe auf ein 2-0 für uns. 2-0? 2-0. Ihr habt die in der Liga richtig auseinandergenommen, ne? Champions League nochmal was anderes, ne? Aber ich hoffe, wir packen das nochmal. Bro, ganz viel Glück, ja? Ich hoffe, ihr macht das. Mach's gut. Ciao, ciao. Jo, ciao. Rund ums Stadion darf natürlich nicht fehlen. Hier überall die geilen Stände, ne? Das finde ich ist so immer mit das Coolste eigentlich an so einem Stadionbesuch. Hier ist nämlich vor dem San Siro, also quasi links neben dem Parkplatz, ist rechts vom Parkplatz, fällt mir gerade auf, ist hier so eine lange Gasse und da gibt es überall so schicke kleine Läden, wo du dich einkleiden kannst. Die Fressbuden, hier kannst du dir schön Trikot holen, Schal holen. So muss es sein, Mann. Oh, was ein Bild mit der Milan-Fahne. Schisch. So, bevor es jetzt ins Stadion geht, habe ich in Kooperation noch mit Heineken was sehr Cooles für ein paar Fans hier vor Ort am Stadion. Weil so ein kühles, leckeres Getränk beim Stadion darf natürlich nicht fehlen. Und wir werden jetzt, guck mal hier, aha, ich bin nämlich schon versorgt. Wir werden jetzt hier nämlich zwei Fans oder zwei Gruppen. Ja, da wird auch ein bisschen Pyro gemacht, alles gut. Wir werden jetzt hier zwei Gruppen, zwei Fans vor dem Stadion, ein Free Bier spendieren, wenn die eine Quizfrage zu ihrem Lieblingsverein richtig beantworten. Also wollen wir mal ausprobieren, ob die AC Mailand so gut kennen, wie ich es kenne. Weil ich habe Wikipedia heute durchgespielt. Also, probieren wir es aus. Freunde, wir sind hier mit dem Angelo und wir haben jetzt eine sehr, sehr coole Sache vor. Angelo, how are you doing? Thank you. Good, yeah. He's a big AC Milan fan, he said. Und Freunde, wir haben eine Challenge mit Heineken. So, Angelo bekommt jetzt eine Frage gestellt und wenn er sie richtig beantwortet, kriegt Angelo und seine ganzen Kollegen kriegen free beer. Also, Angelo, your question is, how many UCL titles has AC Milan ever won? UCL? Champions League titles. Oh, okay. How many in total? 5 or 7. When was the last time? Oh, 2007. Yeah, that's right. Okay, that's right. You have the challenge one. Let's go. Okay. We get him the beer. Okay, here's the winner. Enjoy the match. And yeah, we hope for the winner. Cheers, guys. Enjoy the match. Bye. Junge, es ist so cool. Ich bin so im Fanboy-Modus. Junge, mein 8-jähriges Ich, was damals die ersten FIFA-Teile gespielt hat, FIFA Football 2004 auf der Wii. Was waren das? GameCube. Der würde komplett abgehen, einfach das Ding hier zu sehen, ne? Hey, Freunde, wir sind hier mit Dodo, mit seinen Freunden und die wollen vielleicht auch ein Free Beer haben von Heineken. Dodo, nice to meet you. You're a big fan of AC Milan, right? Yeah. Who's your favorite player? Now, Olivier Giroud. Oh, Giroud. He's underrated, huh? He's a good striker. No, the underrated one is Krunic, Zlatan. Yeah? Okay. What do you think about Zlatan? Zlatan is one of the best ever. Not today, but in the past. Okay, we have a simple question for you about AC Milan. In which year AC Milan won their last Champions League title? Which year? 2007. Yeah, cool, it's super easy. Super. It's like, come on. Should I say this year or not? Yeah, maybe. Let's see. Okay, that's freebie for you guys. Okay, bro, enjoy. So, der Free Heineken Beer Service ist abgeschlossen. Wir haben noch ein paar Jungs hier auf jeden Fall ein bisschen was zu trinken gegeben, ne, dass sie auch gut durch den Abend kommen. Und jetzt gehen wir rein ins Stadion. Let's go. Und nochmal Kuss an Heineken, dass ich hier einfach vor dem legendären San Siro stehen darf. Junge, ich hab so Bock. Bin gehypt, Alter, wie ein kleines Kind. Alter, die haben ja noch diese richtigen Oldschool-Barrieren.
Das ist ja mal so cool, dieses Stadion. Aha, avanti. Let's go, ich bin drin. Mittlerweile sind auch die Lichter vom San Siro an und es ist wunderschön. Da ihr sie ja immer hören wollt, meine Match Prediction. Ich glaube, das wird tatsächlich ein 2-1 für AC. Die haben es in der Liga richtig gut gemacht gegen Neapel. Und ich glaube, Osimhen wird ausfallen. Deshalb sage ich 2-1 für AC Mailand. Im Hintergrund seht ihr das San Siro. Wir gehen jetzt rein. Let's go, Mann, ich hab so Bock. Vamos. Ey, und wenn man jetzt mal hier davor ist, ne? Das haben ja auch ein paar gesagt. Man sieht halt, es ist schon altes Betonstadion, ne? Die neuen Stadien, die haben ja dann sehr viel mit Glasfronten und so, ne? Das ist halt noch so ein bisschen älter, rustikaler. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich find's eigentlich nicht schlechter. Ich find's halt eigentlich echt geil, Mann. Wow, wir gehen rein. Uiuiui. Kurze Frage. Was sind das hier für Tickets? Das ist ja komplett geisteskrank. Oh mein Gott! Was ist das denn? Das ist der erste View im Stadion! Und die Neapel-Spieler kommen raus und es wird direkt geisteskrank gepfiffen! Alter! Oh mein Gott! Alter! Und da rechts ist die berühmte Kurve Süd! Und da kommen die Spieler raus. Maigno läuft auf die Kurve zu. Guckt euch das an. Junge! Das ist ja geisteskrank, wie laut das hier ist. Es ist sehr heftig. Das wird, glaube ich, sehr krass heute. So, die Aufstellung ist jetzt offiziell draußen. Ich hoffe, man kann mich überhaupt verstehen. Aber Osimhen ist nicht fit geworden. Ich bin nicht von Anfang an. Ihr seht, Kvaratskhelia, Lozano, Zielinski, Elmas, Lobotka, Zambo, Anguissa. Also kein Osimhen bei AC. Giroud, Rafael Leao von Anfang an. Oh. Oh. Die Mannschaft von AC kommt raus. Alter. Es ist noch 40 Minuten bis zum Anpfiff. Ich habe mich jetzt schon offiziell in San Siro verliebt. Geisteskrank, bitte, wenn ihr die Chance irgendwie habt, bitte fahrt hier hin, solange das Ding noch steht. Und jetzt kommt die SSC Neapel-Spieler raus. Boah, was ein Five-Konzert. Alter, da laufen die Jungs. Direkt unterm Dach sieht man auch die Neapel-Auswärtsfans. Aber holy shit. Was geht hier schon wieder ab? Und die Neapolitaner pfeifen da oben in ihrer kleinen Ecke. Vor allem, wenn... Digga, was ist? Jetzt geht's los. Jetzt wird's krass. Guck mal, da sieht man ihn schon. Zur Erklärung, die es nicht wissen. Die singen gleich alle Piolis on Fire, der Trainer von AC. Komplett geisteskrank. Hört da mal rein, wie heftig das ist! Ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal so geflasht von einem Stadion vor dem Anpfiff war. Ich glaub noch nie, hört euch an! Digga, es ist so geil! Ey, ich weiß nicht, ob man es hört, ne? Aber die Neapel-Auswärtsfans da oben, das ist auch nicht so verkehrt, ne? Machen auch gut Lärm. Also ich glaube, ich habe über die Plätze noch gar nichts gesagt. Natürlich auch geisteskrank, ne? Schaut mal, wie nah wir hier dran sind, wenn die Spieler sich warm machen. Hier rechts haben wir die Jungs von AC, links SSC Neapel. Und dann schauen wir mal gleich, wer das Ding heute für sich entscheiden wird. Hey, und was mir gerade auffällt, jeder Stuhl hat hier einfach entweder so rote Dinger oder schwarze Plastiktüten. Und ihr wisst, was das übersetzt heißt. Choreo. Hab ich Bock. Schau mal, Freunde, da unten ist auch das Maskottchen von AC Mailand. Mach dir gleich nochmal die Fans warm, denn gleich geht's los und gleich kommt die Hymne. Ich weiß nicht, ob man's wirklich sieht,
aber so ein bisschen regnet es auf jeden Fall. Oh, und in Neapel-Feld versuchen was zu starten, aber die Kurve Sud sagt direkt, nee Bruder, hier nicht, krank. Aber es könnte eine Regenschlacht werden heute. Man sieht sie, glaube ich, so ein bisschen an der Seite. Oh, shit. Ich hab so Bock. Krank, diese Lautstärke. Boah, als erstes kommt die Aufstellung von Neapel. Boah. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Ich kann mein eigenes Wort nicht hören. Junge. Oh, oh, jetzt kommt er. Quisha. Oh! Heilige Scheiße! Und jetzt kommt die Startaufstellung von AC Mailand! Ich hab Gänsehaut am ganzen Körper! Es geht los. Oh mein Gott! Alter! Was geht hier ab? Deutschland! Deutschland! Geil, Alter! Ist das verrückt! Und die Mannschaften kommen rein! Hier links in der Choreo, der Champions-League-Pokal, das ist Milan. Boah, ich bin so überwältigt. Boah! Oh, bei Neapel im Auswärtsblock wird schon gezündelt. Auch die Milan-Fans antworten. Da unten gibt es noch die Teamfotos. Aber ich höre mein eigenes Wort wieder nicht. Die Milan-Spieler machen noch mal einen Kreis. Die Neapolitaner sind schon ready und dann geht's los. Und das Spiel geht los. Wir gehen rein. Boah, wird hier gepfiffen. Geisteskrank. Wenn ein Neapel-Spieler am Ball ist, direkt vorbei. Oh mein Gott! Oh! Ach du Scheiße! Der Apfel muss nach 50 Sekunden 1-0 führen. Zambo Anguissa mit dem Hammer. Ich sag euch ehrlich, da hätte ich gar keinen Bock, jetzt eine Ecke zu schießen vor der Kurve. Da würde ich mich gar nicht sehen. Boah! Alter Falter! Boah, heftiges Foul gerade an Brahim Diaz! Es ist so viel Feuer drin in dieser Partie und vor allem so viel Tempo! Hört es euch selber an! Oh mein Gott, oh mein... Ey, dieser Kvaratskhelia! Dieser Kvaratskhelia! Da, Junge, das ist ein Cheat, sein Dribbling! Oh, oh, oh! Boah. Mein Gott, kratzt den so gut. Ja, aber Neapel viel besser im Spiel bis jetzt. Oh, Rafael Leão. Und der Mann ist so schnell. Oh, Rafael Leão. Oh! Oh mein Gott. Geisteskranker Konter von Milan. Das war die erste richtige Chance. Fuck, Alter. Das war ein 100%iger. Ey, man kann den einfach schon wieder direkt ins Gesicht füllen, ne? Das ist so krank, diese Plätze. Boah, ganz stark von Theo.
Ganz, ganz stark von Theo Hernandez, Alter. Überragend verteidigt von dem Mann. Oh mein Gott, das war ganz, ganz krank von Brahim Diaz. Oh, oh, oh. Komplett geisteskrank. Und Theo klärt. Und Theo klärt nochmal. Einwurffehler. Vamos! Ist das ein Hexenkessel? Und das San Siro ist sehr, sehr zufrieden. 1-0 für Milan. Was ein krankes Spiel, Alter. Es wird Zeit für ein ganz, ganz fixes Halbzeitfazit. Der Mann, der übrigens hier neben mir sitzt, ist einer der korrektesten Menschen, die ich jemals im Stadion getroffen habe. Er ist logischerweise Italiener, spricht wenig bis gar kein Englisch. Wir verständigen uns nur so halb, aber der Mann liebt Milan über alles. Und er hat mich einfach beim Tor geküsst und umarmt und alles. So sympathisch. Richtig cool. Er ist der Beste, ehrlich. Und das Spiel, das Stadion, die Atmosphäre, egal wie das hier ausgeht, ob das dramatisch wird oder nicht, einer meiner besten Stadionerlebnisse aller Zeiten. Ich hoffe, das kommt auf dem Video rüber. Aber das ist einfach, das ist nur Gänsehaut, wirklich. Nur Gänsehaut. Neapel war die ersten 20 Minuten besser. Hätte eigentlich 1-0 in Führung gehen müssen. Zwischenzeitlich, glaube ich, 8-0 Torchancen. Aber Milan hat sich berappelt, ne? Und die haben dann einfach diese Atmosphäre hier mitgenommen. Und als Benausser das Ding gemacht hat, der Kessel hier, das Ding ist explodiert. Wenn Kehr noch ein zweites nachlegt, dann weiß ich nicht, was hier passiert. Geisteskrank, ich habe einfach nur Bock auf Halbzeit 2. Halbzeit 2 geht los, Freunde. Die Mannschaften sind wieder auf dem Platz. Hier geht rein, Alter. Ich bin gespannt, was das jetzt hier gibt. Oh, Quischer. Und der titscht nochmal an die Latte. Und der Kurvasud wird auch die ganze Zeit natürlich gezündelt. Geisteskrank, ja. Freunde, da unten macht sich übrigens auch Malik Tchou warm. Letztes Jahr noch mit Schalke aufgestiegen. Was ein Macher. Der hat übrigens echt gut gespielt bei AC, ne? Aber hat natürlich auch starke Konkurrenz vor sich. Aber wir sehen hier einen Ex-Schalker. Geiler Typ, Mann. Oh, Kvaratskhelia. Boah, was ein Tackling. Ganz, ganz stark. Ich glaube, Calabria war es. Boah, krank. Ey, das ist mittlerweile die 65. Ecke oder so für Neapel, ne? Ist halt echt geisteskrank. Die machen schon gut Druck. Ich glaube, diesmal wird es ein langes Ding. Die spielen hier sonst fast ausschließlich kurz. Ja, aber auch die kommt nicht. Ey, Milan steht sehr stabil hinten. Boah, fast eine dicke Konterchance. Ich muss sagen, ich könnte wirklich die ganze Zeit nur in dem Block filmen, weil die Fans so krass sind. Bis jetzt zweite Halbzeit, wir haben es gerade 64. Minute. Milan steht halt defensiv echt stabil, chillt jetzt erstmal mit der 1-0-Führung, geht auf die Konter. Kann ich verstehen, weil Neapel ist natürlich offensiv drin, auch ohne Osimhen. Oh, der hatte schon gelb! Der hatte schon gelb! Schick ihn runter! Und der Mann geht runter! Sambo Anguissa mit der Gelb-Rot! Neapel, 17 Minuten zu 10! Geisteskrank, geisteskrank! Und die Rossoneri gehen so ab, Junge! Da geht er! Sambo Anguissa, Gelb-Rot, Neapel zu 10! Und das San Siro-Tor! Geisteskrank! Also Milan hat den Matchball so krass in der Hand jetzt, auch fürs Rückspiel!
Zambo an Gisla, der geht da runter, der fehlt safe. Oh, oh, oh! Wow, den schiebt er durch! Das aber ein Kasten, hat er dem Bingo gegeben. Ach du Scheiße. Kasten Bier morgen, Heineken bezahlt. Oh, Mario Rui hat eine gelbe wegen Meckerns bekommen. Guck mal, wie die da unten ausrasten. Scheiße, brennt der Kessel hier. Alter, Alter. Ey, ohne Spaß. Also wenn ich sage, das Ding hier heute ist angezündet. Stellt euch vor, so ein Feuerball, Junge. Das ist komplett krass. Das geht seit 78 Minuten so. Hier gibt es keine 5 Sekunden, die ruhig sind. Gibt es nicht. Oh, und Kvaratskhelia wird ausgewechselt. Und er hört's. Er hört die Pfiffe. Abpfiff. Mailand gewinnt das Spiel 1-0 und am Ende verdient. Oh, Real 2-0 sehe ich hier oben. Ja, wird dann wahrscheinlich der Gegner von Manchester City sein. Ey, was ein Spiel. Unfassbar. Ey, hab mich verliebt, Alter. So geil, Alter. Ciao, my friend. Ciao. Ja? Ja. I go to Napoli. Die AC-Fans machen eine Party, Spieler waren in der Kurve, aber auch Props oben an die SSC Neapel-Fans. Die haben auch wirklich das Spiel rüber Action gemacht, haben gerade noch ihre Mannschaft verabschiedet. Ein absolut geisteskrankes Spiel. Ich bin wirklich so dankbar, hier nochmal im San Siro gewesen zu sein. Wie gesagt, es wird ja abgerissen. Wirklich einmaliges Erlebnis. Absolut geisteskrank. Es hat so Bock gemacht. Und Freunde, ihr hört's. Die Stimmung ist immer noch geisteskrank. Seht gleich rein. Hab ich YouTube? Ey, zu krass. Guck mal her, Grüße. Ey, mega. Freunde, die Italiener sind doch alle korrekt hier irgendwie. Auch der Mann dahinter. Boah, ich bin wirklich so ein bisschen überwältigt, weil es einfach so geil war. Ey, mit diesem wunderschönen Bild gehen wir jetzt rein. Ich glaube, hier müssen wir lang. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, wo wir lang müssen. Keine Ahnung. Ah, irgendwo noch was snacken. Guck mal, und das ist das Beste. Heineken hat uns diese geilen Plätze gegönnt und wir können jetzt noch einen reinsnacken. Das ist super. Boah, guter italienischer Kaffee. Super Sache, Freunde. AC Milan, Kaffeetest. Alter, Italiener machen immer das richtig, was wir zu Hause falsch machen. Der Kaffee ist halt echt brutal, Alter. In unserem VIP-Bereich chillt gerade der Trainer von SC Neapel, Spalletti. Grüße, jetzt ist er wieder weg. Was war das für ein random Move? Ja, entspannt. Hab hier noch so ein Käffchen getrunken. Auf einmal läuft der Trainer von Neapel hier rein. Liebe Grüße. Das Ding ist so gut wie leer. Wir streichen die Segel, Freunde. Was ein Erlebnis. Und Freunde, ich bin euch ja noch meinen persönlichen Heineken-Fan-Moment of the Day schuldig. Und das war für mich einfach der Jubel beim 1-0 mit dem Kollegen, der neben mir saß. Der war so cool, dieser Mann. Das war so lustig. Deshalb ganz, ganz klarer Favorit heute. Aber es hätten auch noch 20 andere Sachen sein können. War wirklich ein ganz, ganz krasses Erlebnis. So, Freunde, das war es jetzt auch von diesem Vlog. Ihr seht im Hintergrund nochmal das legendäre San Siro. Vielen, vielen Dank an Heineken nochmal für die Einladung. Was ein absolutes Top-Erlebnis. Ich bin so glücklich, dass ich das hier gemacht habe, dass ich das nochmal gesehen habe. Mein erstes Spiel einer italienischen Mannschaft live im Stadion. Es ist nochmal krasser geworden, als ich es mir überhaupt irgendwie erträumt habe. Ich muss sagen, ich bin heute wirklich, ich bin ein bisschen AC Mailand-Fan geworden und ihr kennt meine Einstellung. Sonst, ich sag immer, Schalke, alle anderen Clubs jucken mich nicht. Aber das Ding hat mich heute wirklich, das hat mich gecatcht. Also das war echt krass. Also wirklich, Liebe an Heineken. Danke für die Einladung. Checkt auf jeden Fall noch das Gewinnspiel ab. Lasst ein Like da, kommentiert euren persönlichen All-Time-Favorite-Fan-Moment. Und dann habt ihr die Chance auf eine Zapfanlage von Heineken. Und freut euch auf jeden Fall jetzt schon mal auf die restliche Cheers to All Fans Tour. Das ist das Motto der diesjährigen Heineken Champions League Kampagne. Ich werde beim Halbfinale am Start sein. Ich werde beim Finale am Start sein. Freunde, es wird sehr geil. Macht's gut. Danke für den Support. Haut da rein. Und ciao, ciao.